Willkommen zu einer herbstlichen Übernachtungstour. Der Himmel ist strahlend blau, die Blätter verfärben sich langsam an den Bäumen und das ist die optimale Gelegenheit bei diesen sommerlichen Temperaturen, die gerade noch herrschen, rauszugehen und die Natur zu genießen. Aber nicht nur die Natur zu genießen ist das Stichwort, sondern ich habe auch eine Menge verschiedener Ausrüstungsgegenstände mit. Diese müssen auf Herz und Nieren getestet werden und es eignet sich natürlich bei diesem Wetter extrem gut. Wofür ich das mache, erzähle ich euch noch, aber erstmal wollen wir ein bisschen weiter diesen richtig schönen sonnigen Weg langlaufen und diesen Wald etwas mehr erkunden. Genau auf diesem Weg war ich mit meiner Freundin vor ein paar Tagen unterwegs und wir haben Pilze gesammelt, beziehungsweise haben wir es versucht, denn wir haben nicht wirklich welche gefunden. Wir waren auf der Suche nach Steinpilzen. Hier in der Gegend soll es anscheinend etliche geben, aber wie das so ist, wenn sich das rumspricht, dann können die auch ganz schnell weg sein. Wir hatten auf jeden Fall kein Glück und taten darum auch deswegen, weil wir uns beide nicht wirklich gut mit Pilzen auskennen. Ich habe bisher immer einen Bogen um dieses Thema gemacht. Aber so langsam fängt es an, mich zu kitzeln. Und wer weiß, vielleicht finde ich ja heute einen Steinpilz. Was bitte ist das? Guckt euch das mal an. Wie kann man denn so heftig aus einer Ritze einer Kiefer wachsen? Unglaublich. Wahrscheinlich ist das irgendein Kiefernpilz. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, aber der, krasse Sache. Ganz in der Ferne hört man Wildgänse, beziehungsweise Quatsch. Ich habe es immer für Wildgänse gehalten, aber es sind gar keine Wildgänse, die dann rufen am Himmel, sondern das sind Kraniche. Das habe ich immer gedacht, die klingen so ähnlich, aber es sind Kraniche. Und ich dachte, vielleicht kriege ich sie ja wenigstens per Audio auf die Kamera. Mal gucken. Die Riesenschirmlinge sieht man momentan überall. Ich glaube zumindest, dass sie so heißen. Die sind meines Wissens nach sogar essbar. Aber ich kenne mich zu wenig aus und ich will nichts riskieren. Vor allem nicht, wenn ich alleine unterwegs bin. Tja, Leute, Steinpilz gefunden. Aber leider ist der nicht mehr gut. Das sieht man schon auf den ersten Blick. Hier schon angesuppt und hier auch schon was weg. Aber ein Riesenteil. Das ist auf jeden Fall ein Steinpilz. Aber diesen werde ich nicht essen. So langsam wird mein Rucksackinhalt immer wichtiger, denn ich begebe mich jetzt gerade auf die Suche nach einem geeigneten Lagerplatz. Das kann ja auch immer eine ganz schöne Zeit dauern. Und deswegen habe ich mich jetzt mal hier in diesen Forstweg reingeschlagen. Wenn ich drei Wünsche an meinen zukünftigen Lagerplatz stellen dürfte, dann wäre das erstens eine flache Ebene, denn ich möchte heute auf dem Boden pennen. Zweitens ein richtig geiler Ausblick. Und drittens meine Ruhe. So. Aha. Schön. Wow. Guckt euch das an. Immer noch strahlend blauer Himmel. In der Ferne heulen die Motorräder.
Ich finde, das hat für mich schon eine richtige Abenteueratmosphäre. Das kann wahrscheinlich kein Mensch nachvollziehen, aber diese Motorräder, die über die Landstraßen heulen, wenn ich alleine unterwegs bin, dann höre ich dieses Geräusch immer. Vor allem, wenn es so langsam, die Sonne hinterm Berg verschwindet und dann diese Motorräder im Abend noch so über die Landstraßen fegen. Irgendwie hat das was, auch wenn die tierisch nerven können. Aber allein so von dieser Atmosphäre, finde ich das gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich ja in so einem umgefallenen Hochsitz. Ja, ich muss hier irgendwas muss ich machen. Da lege ich mich fest. Ich habe meinen Lagerplatz gefunden und zwar ist da vorne, ich werde noch voll angestrahlt, eine Wiese, wo dann da drüben irgendwo die Sonne untergehen wird. Da ist auch noch ein Landwirt am Arbeiten, am Pflügen und so, das war gar kein Problem. Ich werde noch meinen Lagerplatz noch nicht aufbauen, aber ich habe schon mal Probe gelegen und in der Zeit, wo noch die Spaziergänger unterwegs sind und so weiter, möchte ich mich jetzt da vorne auf die Wiese legen und entspannt ein bisschen lesen. In dem Sinne, Chillmode on. So, da sitze ich nun und die meisten Spaziergänger sind auf dem Weg nach Hause. Vereinzelt kommen noch ein paar Leute vorbei. Ich wollte euch nur was zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber auf der ganzen Wiese sind überall, wirklich überall Spinnenweben. Richtig krass sieht das aus. Die glitzern in der Sonne. Und das sind halt so Spinnen, die sich durch den Wind fortbewegen, ne? Unfassbar. So, ihr seht schon, ich habe mir was übergezogen. Und die Sonne ist fast hinterm Berg verschwunden. Und Neuigkeiten sind zu vermelden. Das Zelt steht. Und in dem Sinne werde ich jetzt mal einziehen. Und dann gibt's was zu Abendessen. Die Isomatte ist aufgepumpt und ich werde mich jetzt mal Probe hinlegen. Oh, das fühlt sich sehr gut an. So, mit dem heißen Wasser mache ich mir jetzt hier so einen Orange-Ingwer-Tee. Der kommt in meinen kleinen Topf und das Wasser kocht jetzt ordentlich. Alter. Oh. So, ich liege jetzt im Schlafsack. Es ist schön gemütlich. Es ist super schön warm. Ich mache mir keine Sorgen, dass ich heute Nacht friere. Wer weiß, vielleicht auch schon. Wir werden es morgen früh erfahren. Auf jeden Fall. Ich versuche jetzt mal die Augen zu schließen
und wir sehen uns dann morgen früh. Gute Nacht. So, ich habe mich aus dem Zelt geschält, jetzt bin ich endlich hier draußen. Es ist richtig zapfig kalt, aber sauschöne Stimmung. Wirklich, der Mond war gerade noch so über den Bäumen zu sehen, richtig schön golden angestrahlt. Der ist dann innerhalb von ein paar Sekunden wirklich weg gewesen. Aber kurz konnte ich das Schauspiel noch genießen. Und ja, die Nacht war auf jeden Fall turbulent. Irgendwie war hier viel los. Die Eicheln fielen die ganze Nacht drunter. Es war teilweise echt viel Platz, um irgendwas rein zu interpretieren. Daneben waren aber auch einige Wildschweine zu hören, die hier in der Nähe waren. Die haben hier so ein bisschen rumgespielt, das war aber nicht weiter schlimm. Und die wurden dann abgelöst von so einem fetten Rehbock, der hier rumgebellt hat wie ein Wilder. Also bestimmt eine Stunde war der hier am Rumbellen. Ich war aber zu müde, um das für euch aufzunehmen. Nachts kamen noch irgendwie zwei E-Bike-Fahrerinnen und haben mich voll angestrahlt. Das war so krass hell. Also dieser eine Wunsch von möglichst entspannt und ruhig liegen, der hat sich so halbwegs erfüllt. Denn ich liege ein bisschen nah am Weg. Hinter dem Gebüsch da ungefähr ist nämlich ein kleiner Weg, der da lang führt. Und dadurch war hinter mir ganz schön Betrieb. Gestern Abend noch und bis spät in den Abend hinein. Naja, mir ist etwas kalt, deswegen packe ich jetzt mal die Sachen zusammen und mache mich direkt wieder auf den Weg. Und dann erzähle ich euch, wieso ich so viel Ausrüstung teste. Schön. Oh, die standen. Ihr habt es gesehen. Ich muss es nicht erklären. Herrlich. Einfach herrlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also diese Rehe haben mich so dermaßen geflasht gerade. Ich weiß gar nicht warum. Also ich meine, man sieht ja häufiger mal Rehe, wenn man draußen ist. So. Aber so am Morgen bei dieser Nebelstimmung, bei dieser Nacht. Es war wirklich mein absolutes Highlight von dieser Tour. Seht ihr das? Die Sonne guckt langsam zwischen den Bäumen durch. Naja, in dem Sinne, jetzt kann ich euch ja mal erzählen, während ich hier so über die langsam von der Sonne beschienenen Felder stapfe, warum ich gerade so viel Ausrüstung teste. Und zwar ist das so, ich werde im Frühjahr aufbrechen zu einer langen Wanderung. Wie lange die sein wird, wodurch die führt, all diese ganzen Fragen werde ich in einem extra Video beantworten. Aber so viel sei gesagt, dafür habe ich
heute ein Zelt getestet und eine Isomatte und ich war wirklich mit beidem höchst zufrieden. Das Zelt war vielleicht nicht ganz so groß, wie es für meine Körpergröße angemessen wäre. Ich bin 1,90, aber im Großen und Ganzen hat man da drin schon ganz schön viel Platz dafür, dass das Zelt so um die 500 Gramm wiegt. Was der Hintergrund dieser Reise ist und all das, das erzähle ich euch dann nochmal in einem extra Video. Wenn ihr aber jetzt schon Fragen habt, welche Ausrüstung ich gerade benutze, schreibt es gerne in die Kommentare, dann kann ich darauf jetzt schon eingehen. Aber wie gesagt, da kommt nochmal ein extra Video, wenn ich zufrieden bin mit der Auswahl an Ausrüstung, die ich dann zusammengestellt habe. Diese Sonne am Morgen, wirklich traumhaft. Ich bin richtig, richtig happy mit diesem Trip. Es hat mich sehr gefreut, mit euch mal wieder eine Tour zu machen. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall über die ganzen Abos, die dazugekommen sind. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Euer Leo.